erstmal was trinken. Das ist schon Teil meines Videos. Ihr solltet auch diesen Teil genießen, weil so lang ist das Video nicht. Also guckt genau hin. So, das war's auch schon, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Nein, Spaß. Hallo, Leute. Ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt, aber doch. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ihr das kennt. Und zwar, wenn man so einen richtigen Scheißtag hat. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe zurzeit eine Dauerschleife an Scheißtagen. Das hört einfach nicht auf. Es läuft alles schief und es macht langsam echt keinen Spaß mehr. Aber weil ich letztens so meinen Höhepunkt an Scheißtagen erreicht hatte, habe ich gedacht, diesen Tag muss ich jetzt wirklich mal festhalten in einem Video. Denn den kann man echt nicht so leicht toppen. Also würde ich sagen, wir fangen gleich mal damit an. Viel Spaß mit meinem Scheißtag. Passt auf, das fing schon frühs am Morgen an. So, ich denke mir nichts Schlimmes, denk so, scheiße, ich muss gleich in die Uni gehen, aber okay. Mache ich das jetzt halt einfach mal. Auf einmal kriege ich so einen Anruf von wegen, ja, es ist jetzt ein ganz wichtiger Termin, du musst heute in deiner Wohnung sein, damit wir kommen können und irgendwas ablesen können von deiner Heizung. Und ich denke mir so, nee, keine Lust jetzt an die Uni zu gehen, ey. Ich weiß genau, dass heute ein Scheißtag wird. Ja, hallo? Heute um 11 Uhr komme ich vorbei und lese Wärmemengenzähler bei dir ab in der Wohnung, also seid da. Das ist heute ganz schlecht, weil ich gehe in 10 Minuten an die Uni und ich bleibe ja noch den ganzen Tag dort, also... Ja, ist schlecht, ne? Kann ich dir gleich sagen. Ja, und jetzt? Ja, was und jetzt? Was kommst du mir eigentlich so dumm von der Seite, du Spast, Alter? Was jetzt? Was jetzt? Pech gehabt, Mann, ist nicht mein Problem, Alter. Was willst du eigentlich? Ja, Entschuldigung, aber sie haben doch mich gerade angerufen und wollten meine Werte ablesen. Also ich verstehe jetzt gerade nicht, wo das Problem liegt. Tut mir ja leid, aber ich bin halt heute nicht da. Ey, ganz ehrlich, ne? Lern mal da zu sein, du Spast. Hallo? Ja, geil, ne? Es fängt ja schon mal richtig super an hier. Man hat aber eindeutig gemerkt, dass dieser Typ definitiv gerade irgendein Problem mit sich selber hatte. Wahrscheinlich hat seine Freundin sich gerade von ihm getrennt, weil er so eine richtige nervige Stimme hat. Ja, ich dachte mir dann so, hey, komm, schlimmer kann es doch gar nicht werden. Gehst jetzt erstmal an die Uni und guckst weiter. Vorher habe ich aber gedacht, kaufst du dir noch einen Kaffee? Kann ja nicht schaden. Und ich gehe in so einen Laden, wo man so einen Kaffee kaufen kann. Auf jeden Fall ist dann Folgendes passiert. Hallo. Ja, hallo. Was möchten Sie denn gerne haben? Einen Kaffee? Ja, genau. Ich hätte gern Kaffee. Alles klar, wie heißen Sie denn? Josef mit F. Mit F? Ja. Okay. Ja, kleinen Moment. So, da ist er auch schon. Ah, dankeschön. Ernsthaft? Muss ich da überhaupt noch drüber reden? Ja, die Leute sonst, die... Ich weiß nicht, was bei denen los ist. Irgendwas läuft da schief im Kopf, ne? Vielleicht ist das der Kaffee. Dann bin ich an der Uni angekommen und dachte so, hey, jetzt kann ja wirklich nichts mehr passieren. Du setzt dich jetzt einfach hin und lässt dich von deinem Professor berieseln. Musst ja nicht zuhören, ist ja erstmal egal. Ich klapp meinen Laptop auf und guck erstmal so nach, was ich so für tolle YouTube-Kommentare bekommen habe. Und ich habe wirklich einen Kommentar bekommen. Klicke den so an und es öffnet sich mein Video. Wow, ist die Vorlesung heute mal wieder spannend. Naja, zum Glück weiß ich, wie ich mich ablenken kann. Oh, neuer Kommentar. Gleich mal angucken. Hallo Leute, ich habe heute mal etwas ganz Besonderes für euch mit... Ist dann schon ein bisschen peinlich, wenn auf einmal so ein Video saulaut angeht und das auch noch dein eigenes ist. Das heißt, die Leute merken, dass du dir dein eigenes Video gerade anguckst. Das kommt schon ein kleines bisschen eigenartig rüber. Ach. Zurück von der Uni. Wie könnte es anders sein? Passiert natürlich das nächste, was schief läuft. Und zwar wollte ich mir noch ein Brot kaufen, kurz bevor ich nach Hause komme. Stehe dann so an der Theke und dann passiert das hier. Hallo, wie kann ich Ihnen denn helfen? Ja, hallo, ich hätte gerne ein Brot, bitte. Oh, Sie wollen ein Brot? Das ist aber super, denn das ist das allerletzte, was wir haben heute. Sie sind sozusagen ein richtiger Glückspilz, Mensch. Super, cool. Ja, das macht dann 3,75 €, bitte. Alles klar. Ich glaube, ich hab's klein. Also 3,75 €. Das ist immer so unübersichtlich hier drin. Also nicht erst nachher, jetzt brauche ich das Geld. Ich hab's gleich, sonst wird das nichts mit dem Brot hier. Hier. Dankeschön. Gut, dann viel Spaß mit Ihrem Brot. Alles klar, gut, dann tschüss. Entschuldigung, Sie haben Ihr Brot hier vergessen. Warum sind Sie denn hier? Also ehrlich, hier, nimm Sie bitte Ihr Brot. Alles klar, Brot vergessen. Tja, ich hab's einfach nicht auf die Reihe bekommen, mein Kleingeld aus dem Portemonnaie zu nehmen. Und ja, dann hat sich schon so eine meterlange Schlange hinter mir gebildet. Dann habe ich natürlich das Brot in Eifer des Gefechts vergessen. Tja, Leute, das war's auch schon wieder mit dem Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Ich würde mich echt freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder.